Der ganz normale Selbstversorger-Wahnsinn. 91, 92, 93, weiß ich nicht. Ich mach mal einen Gartenrundgang mit Ihnen. Wie jetzt so, was haben wir jetzt? Letzte Aprilwoche, ich weiß es gar nicht genau, wie es so aussieht im Gewächshaus und im Garten. Aber bevor wir anfangen, tun wir erstmal die erste große Ernte einfahren. Und das ist Stielmus. Hallo und herzlich willkommen wieder neu im Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Zwei Beete vor, was weiß ich, im Februar ausgesät. Muss dringend geerntet werden. Ist hervorragend gewachsen. Sieht toll aus. Habe ich Ihnen übrigens schon mal ein Video zu gemacht. Oben in der Infobox. Aber für die, die noch nicht kennen, das ist letztendlich eine kleine Rübe oder eine Rübe, die zu dicht gesät wird. Dann gibt das hier diese Stiele und genau diese Stiele werden ohne die Blätter so klein geschnipselt und gegessen, so ein Ding hier. Nur so nebenbei für die, die es nicht kennen. Und von denen reiße ich jetzt einen Haufen aus. Dann können die, dann der Sohn sich schon mal damit befassen. Wenn ich das weggebracht habe, dann zeige ich Ihnen den Rest. Also ernten ist doch immer noch die schönste Arbeit an dieser ganzen Geschichte. An dieser ganzen Gartengeschichte. Da sind wir etwas dick geraten. Vielleicht doch den Abstand etwas zu groß gehalten. So stelle ich mir das ganze Spiel vor. Ein Drittel der Ernte, die bringe ich jetzt kurz zu dem Jungen rüber und dann zeige ich Ihnen den Rest. Also gestern hat es noch grüner ausgesehen. Vier Beete, die ich abgeerntet habe. Das sah richtig dick und voll und kräftig aus. Fangen wir hier vorne an. Beet 1. Frisch gepflanzte Erdbeeren und dazwischen Knoblauch. Könnte ja sein, dass etwas hilft, was? Nächste Beet, Salat und Pak Choi. Sieht auch gut aus. Besonders der Mini Pak Choi. Das ist ja eine Kultur, die ist so einfach und so schnell. Also, ich bin immer wieder fasziniert. Dann ein Beet mit Spinat, der weg ist. Und wir gehen weiter auf ein Beet, wo auch Spinat stand. Da steht jetzt in der Mitte Mizuna. Irgend so ein asiatisches Ding. Und die stehen immer in der Mitte. Weil ja nun in wenigen Tagen hier, so Gott will, Paprika und Tomaten rein müssen an den Rand. Und dann kann in der Mitte noch was wachsen. Der erste Satz Kohlrabi. Ja. Dürfte nicht mehr lange dauern. Und der zweite Satz Radieschen. Ja. Ist auch eine Problemkultur von mir. Sind immer alle angefressen, also die können sie nicht oder nur den ganz harten anbieten. Also wenn die, ich weiß nicht, was für Tierchen das sind, die Radieschen immer anfressen. Noch nie geschafft, da so ein perfektes Radieschen rauszukriegen. Der zweite Satz Kohlrabi. Und hier auch noch ein paar. Aber muss ich dringend mal Unkraut jäten, was? Weitere Salate. Können wir jetzt auch bald anfangen, ja, zu essen. Also das waren jetzt Pflanzen, die habe ich zugekauft. Aber ansonsten das sind die einzigen Pflanzen, die ich gekauft habe in diesem Jahr. Das ist gut. Für mich. Dann haben wir zwei Beete mit Stielmus. Habe ich auch gestern abgeerntet. Auf dem steht jetzt Mini Pak Choi wieder. In der Mitte. Das sind sechs Pflanzen. Also das dürfte gut für zwei oder drei Mittagessen reichen.
Und auch der Nachschub an Salat ist gesichert. Auf dem nächsten Beet, wo Stielmus stand, steht jetzt Salat. Nächste Ecke, ein paar Spinatpflanzen, die zu groß geworden sind. Die benutze ich jetzt als Hühnerfutter. Ja. Doch, zu groß. Also und hier hinten habe ich zwei Feigenbäume. Die hatte ich im Frühjahr ins Haus geholt. Da sind die richtig ausgetrieben. Und dann habe ich sie rausgestellt irgendwann, dann kam Frost, sind die total abgefroren wieder. Das hoffe ich, dass die sich wieder erholen. Der war also schon ziemlich weit, alles abgefroren. Aber da tut sich wieder was. Da wird schon werden. Und das ist eine, die hat mir die Firma Pflanz mich zugeschickt. Dasselbe Spiel dabei. Auch abgefroren. Muss jetzt wieder austreiben. Vielen Dank. Dann stehen hier drei Haselnusssträucher, die ich aus Haselnüssen gezogen habe. Das Video zeige ich Ihnen irgendwann mal. Hier, die sind mächtig gewachsen in dem einen Jahr hier. Und in dem Beet daneben eine meiner Lieblingskulturen, diese Säschalotten, diese roten, gibt es auch ein Video zu, oben in der Infobox. Wobei ich damit immer Probleme habe, die ans Keimen zu kriegen. Also ich habe wesentlich mehr als an Samen in die Erde gesteckt. Und das ist da wieder nur ein Bruchteil von gekeimt. Also mit Zwiebeln klappt nicht. Da hinten habe ich noch eine andere Platte, wollte ich auch vorziehen. Irgend so eine rote Zwiebel eben aus Samen. Grauselig. Auch nur die Hälfte, wenn überhaupt, gekeimt. Also da muss ich noch irgendwie dran arbeiten. Und dann habe ich hier vorne ein Beet, da habe ich Kartoffeln in die Erde gesteckt, schon vor Wochen. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, damit ich ganz früh an neue Kartoffeln komme. Die alten, die jetzt im Keller liegen, die haben schon 20 cm Keime da dran. Gibt es auch ein Video zu oben in der Infobox. Es sind hier einige, die sind ganz gut, die kommen schon. Und an anderen Stellen kommt nichts. Naja, wird schon noch werden. Oder was meinen Sie? Ach so, und ein Topf. Rucola. Habe ich auch noch. Hier. Also im Topf klappt das ja prima. Aber im Freiland. Oder sonst mit Aussaaten hier in meiner Erde. Habe ich auch noch nie so wirklich Erfolg mit. Habe ich Ihnen auch schon erzählt. Was? Dann nehme ich noch die restlichen Radieschen mit. Aus dem ersten Durchgang. Die mache ich ja immer nur, oder meistens nur, ganz früh im Frühjahr. Weil die im Herbst oder im Sommer alle nichts werden. So, aber da hinten ist noch eine zweite Reihe. Und jetzt gehen wir nach draußen und gucken nach, was da ist. Weil da gibt es bestimmt auch was zu ernten. Und zwar den ersten Spargel. Das Beet hatte ich in diesem Jahr weit früher im Herbst abgedeckt. Deswegen sieht man auch jetzt noch kein Unkraut. Aber jede Menge Spargelstangen. Obwohl ich der Auffassung bin, dass da einige Pflanzen nicht mehr existieren. Hier vorne fehlt eine, da fehlt eine. Ja gut, die sind jetzt auch schon fast 10 Jahre hier oder sowas. Das ist schon ziemlich lange. Vielleicht sollte ich mich mal nach einem neuen Standort umsuchen und neu pflanzen. Weil irgendwann ist eine Kultur aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie lange lassen die Landwirte Spargel so stehen. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwie 10 Jahre auf dem Beet steht. Hätte ich wahrscheinlich schon wieder früher ernten müssen. Sind schon wieder teilweise arg hart. Aber da wird meine Frau da mit Sicherheit ein leckeres Spargelsüppchen draus machen. So, hier kommt auch noch mit hier. Aber das hält sich jetzt so dran.
kann ich jetzt fast jeden Tag hier hinlaufen, weil das wächst wie Unkraut. Nur noch. Die bringe ich jetzt mal rüber, da kann ich schon mal anfangen. Und dann zeige ich Ihnen weiter, was sich hier so draußen tut. Das ist ja nicht viel, aber so ein bisschen zeige ich sie mal herum. So, Spargelsuppe ist in der Mache. Jetzt gehen wir hier mal rum. Viel ist da nicht zu sehen. Ich meine, es ist zwar alles schön grün und es blüht alles schön, aber wenn man das so was sieht, die ganzen Kirschbäume bei den Nachbarn, die Birnbäume, die Quitten, die Kirschen. Aber ansonsten tut sich hier noch nicht so viel. Gründüngungsparzelle, ich bin so ein unverbesserliches Kerlchen. Ich versuche es wieder mit Weißklee. Habe ich hier ein halbes Kilo Weißklee drauf verteilt. In der Hoffnung, hier wird irgendwann mal Weißklee wachsen. Aber ich weiß ganz genau, in ein paar Tagen, wenn ich merke, das hat nicht funktioniert, dann bin ich wieder irgendwas anderes an Gründüngung da drauf, am Basteln. Eine der beiden Kulturen, die ich schon in die Erde gesteckt habe, hier stehen ein paar Zwiebeln. Die hatte ich noch übrig aus dem letzten Jahr. Und da will ich jetzt Saatgut draus gewinnen. Also bei der tut sich noch nichts, aber bei der zum Beispiel. Aber es ist viel, viel zu nass hier draußen. Also wenn ich da drauf rumlaufe, ich sink ein. Gestern hat es wieder so einen Regen gegeben. Boah, ist es nicht. Übrigens, wie ich das Ganze hier mit der Fruchtfolge regel, habe ich Ihnen schon mal ein Video zu gemacht. Entweder in der Infobox, wenn es noch reinpasste, oder aber unten in der Videobeschreibung. So, jetzt kommen wir zu der zweiten Kultur, die ich hier draußen schon in die Erde gesteckt habe. Das ist auch schon enorm spät. Das sind zwei Reihen Knoblauch. Oh, tatsächlich, sie wachsen. Wenn Sie das schwache bisschen Grün da unten überhaupt erkennen können. Ansonsten ist der Acker noch leer. Und ich kann nur hoffen, dass es jetzt irgendwann mal wärmer wird und vor allem trockener wird, dass man darauf rumlaufen kann. Sonst habe ich den ganzen Acker in wenigen Tagen wieder voll mit Unkraut. Also die ganze Pflügerei und die ganze Eggerei nichts genutzt. Aber machen Sie sich keine Gedanken. In ein paar Wochen ist das alles voll. Ich habe kein Glück mit Brombeeren. Also die, da tut sich so gut wie gar nichts mehr. Die wächst ja noch. Aber ich habe mit Brombeeren kein großes Glück. Und auch bei den Reben war ja eine eingegangen, die habe ich ersetzt. Und an denen, die noch standen, ein bisschen rumgeschnipselt. Was haben wir da? Was soll das geben? Regent. Warten wir es mal ab. So, Kräuterbeet. Oh, Kräuter habe ich auch. Meerrettich, eine Ecke. Rosmarin. Schnittlauch. Oh, jede Menge hier. Oh, das sieht gut aus. Majoran. Thymian. Hat auch den Winter überlebt. Estragon. Salbei. Und hier ist noch eine Reihe frei. Mal sehen, was ich da hin mache. Aber es muss abtrocknen, dass man wieder Unkraut jäten kann. Ah, ist das nicht toll? Aber man hört nichts. Keine Biene, es ist zu kalt. Die ganzen Bärensträucher haben fast alle überlebt, aber eine einzige, und zwar eine Stachelbeere. Ich weiß nicht, warum, woran die eingegangen ist. Ist dieses Ding hier. Das war's. Keine Ahnung. Ja, also fest sitze noch. Warum die jetzt eingegangen ist? Rhabarber. In wenigen Tagen. So, könnte ich eigentlich schon ernten. Was? Ja, ja, sind doch schon dicke Dinger dran. Das ist doch cool. Muss ich doch meiner Frau nach dem Spargelsüppchen mal Rhabarber bringen, kann die was Rhabarber-Krambel machen. Kommen wir zu den Bienen. Ein Volk ist mir über den Winter eingegangen. Fünf sind noch übrig. Das ist wenig. Normalerweise hatte ich immer mehr. Aber... Ah doch, ein paar Fliegen. Weil ich im letzten Jahr nur einen Schwarm gefangen habe. Oder zumindest gesehen habe. Ich weiß nicht, wo die waren. Ich habe hier eine Windel drin liegen. Guck mal nach. Was sagt das Ding? Sind da irgendwo
Uiuiui, das Pferd ist gut. Aber ich sehe, so gut wie keine Milbe. Wie gesagt, ein Volk ist mir eingegangen, waren einfach keine Bienen mehr drin. Ich nehme an, da werde ich irgendwo die Königin beschädigt haben oder getötet haben oder abgedrückt haben oder was auch immer. Ein paar Äpfelchen werden es vielleicht auch wieder werden, wie im letzten Jahr. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir noch runter auf meine Jungpflanzenanzucht, ob ihr da nicht wieder mächtig übertrieben habt. Weil dafür bin ich ja irgendwie bekannt, dass ich immer alles von allem viel zu viel mache. Was sagen die Hungerleider? Ja, es gibt gleich wieder was. Jedenfalls leben die auch noch alle. Wie übrigens auch die Kiwi-Pflanzen. Die haben ausgetrieben teils. Und dann ist der ganze Kram irgendwie wieder eingegangen hier. Oder abgefroren. Aber kommt wieder neu. Nur eine hier vorne, die ist enorm spät. Aber auch da sehe ich, das wird noch was. So, aber jetzt runter zu all den Jugendpflanzen. Eine Platte Brokkoli. Jede Menge Blümchen. Da geht es. Müssen Astern sein hier. Hab ich noch nie gehabt. Salat, Chinakohl, Blumenkohl. Hier auch so wenig gekeimt, diese komischen Zwiebelchen da, diese Lauchzwiebelchen. Mangold, Kohlrabi, Mädchenauge, habe ich auch noch nie gehabt, irgendeine Blume. Ich habe das ja schon mal gesagt, also irgendwie so verlagert sich der Schwerpunkt so langsam Richtung Blumen. Die sind auch witzig. Gemüsezwiebeln, gibt es auch ein Video von mir, wie ich das mache. Dass man so richtig dicke Zwiebeln erntet, irgendwo, entweder in der Infobox oder unten in der Beschreibung. Und dann jede Menge Tomaten. Ich sag ja, ich hab's übertrieben. Paprikas. Jalapenos. Und da kann ich Ihnen auch gleich noch zeigen, was der Unterschied ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, warm vorzuziehen, also in der Wohnung. Ich habe nur zwei Fenster. Da passen nicht viel mehr drauf als hier ein paar Paprikapflanzen. Schauen Sie sich mal an, wie groß die sind. Die haben so 3-4 Wochen. Drei, vier Wochen oben auf der Fensterbank gestanden. Und die ich die ganze Zeit nur hin und her geschleppt habe, also immer abends rein, morgens wieder raus. Ungefähr gleicher Zeitpunkt, was das für mickrige Dinger sind. Also es war nicht einfach das Jahr. Zumindest wenn man alles ohne Kunstlicht und ohne Heizung macht. Soweit zu dem, was sich mittlerweile hier getan hat. Ich hinke mächtig hinterher. Einige, zwei, drei Wochen. Aber so ist das. Jedes Jahr ist anders. Jedes Jahr birgt neue Herausforderungen. Aber am Ende wird immer noch genug sein. Mach ich mir keine Gedanken. Das wird hinten nachher super aussehen. In diesem Sinne, abonnieren, Like-Button drücken, Ihren nächsten Amazon-Einkauf oder den bei dem Kollegen von Selfbio in seinem Shop. Unten in der Videobeschreibung über die Links. Würde mich freuen. Dann geht's hier weiter auf diesem Kanal. So, bis demnächst. Tschüss.